Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mama should feel so insecure. Will you believe me? She won't know more. We could be right, we could be right, my friend. I have the question, you have the answer. You should believe me, no one is better. We could be right, my friend. Was ist heute angesagt? Richtig. Tasmanian Tiger Raid Pack MK3 in der Farbe Steingrau Oliv mit der IRR-Tarnung. So, ich würde sagen, wir legen direkt los und rein in das Video. Der Rucksack, gebe ich euch mal ein paar Eckdaten, hat auf der Webseite betitelt ein Fassungsvolumen von 52 bis 55 Liter. Ich glaube aber, das gilt nur für das Hauptfach. Ich glaube, da sind nicht die obere Tasche und die Nebentaschen mitgerechnet, sondern nur das Hauptfach. Weil ich habe den mit meinem alten verglichen von der Bundeswehr, der hat auch 52 bis 55 Liter. Und der ist wesentlich kleiner als der hier. Also hier geht viel mehr rein. Ich habe den jetzt auch ein bisschen beschmückt und ein bisschen bepackt. Wir haben hier zum einen unten die Isomatte dran. Zum anderen hier meinen Esslöffel. Hier habe ich so ein kleines Emblem. Das zeige ich euch später alles noch im Detail. Und hier rechts nebendran ist noch meine Säge mit dabei. Wir fangen einfach erstmal an, was der Rucksack alles so zu bieten hat, und wir arbeiten uns ganz akribisch durch von innen, von außen nach innen. Also, wir haben hier oben ganz viele Molle-Systeme, sowie auch an der Seite vorne, hier unten dran, an jeder Seite wirklich. Also ihr habt unendlich Möglichkeiten, um den zu modifizieren. Patchflächen habt ihr. Hier vorne ist eine schmale fürs Namensschild und hier ist nochmal eine etwas breitere hier oben. Ja, ganz viele Schnüre zum Fixieren sämtlicher Art. Ihr habt hier oben auch nochmal zwei Möglichkeiten, hier Schnüre durchzuziehen, sowie auch hier, um Sachen obendrauf noch zu befestigen. Zum Beispiel auch eine Isomatte, Kleidung oder sonst irgendwas. Ja, ganz viele Clips, auch hier könnt ihr Trekkingstöcke dran befestigen. An diesen Ösen hier und unten könnt ihr einfach den Trekkingstab von unten einfach reinstecken, so dass der hier hängen bleibt, und hier habt ihr eine schnelle Möglichkeit, den, ich ziehe mal am besten die Handschuhe aus. Ihr habt hier, wie gesagt, schnelle Möglichkeit, hier sofort Trekkingstöcke zu platzieren. Ihr nehmt einfach das Band hier raus, spannt die Trekkingstöcke ein, und der ist dann schnell fixiert, und das andere Stück hängt hier unten in der Lasche drin. Ja, dann kommen wir einmal zur Rückseite. Wir haben hier das V2 Plus Tragesystem, ne? Also einfach erklärt, ihr macht das hier einfach auf, zieht es dann raus, verschiebt es auf eure Höhe und dann passt das. Also bei mir ist es ganz oben, weil ich einfach ein Riese bin, ich bin über 2 Meter groß, und bis jetzt die Wanderung, die ich gemacht habe, und das ganze Tragegefühl von dem Rucksack, so wie ich es jetzt erlebt habe, ist auch für Leute über 2 Meter auf jeden Fall noch geeignet. Also ich komme mit dem Tragegurt hier super klar, und ich kann mich da echt nicht beschweren, ne? Also überall hier atmungsaktive Meshgewebe hier einfach. Ja, super geil, dick gepolstert. Auch hier unten, das kann man aus der seitlichen Perspektive am besten sehen, haben wir hier so eine Ausstellung, ja, hier unten, dass ihr schön nach vorne gedrückt werdet mit der Hüfte, sodass ihr auch hier Rückenfreiheit habt, sodass auf jeden Fall ein Arm durchpasst, um halt Atmungsaktivität zu garantieren. Und ja, es ist mega geil, auch den kann man abnehmen, ihr müsst ihn nicht tragen, ja, weil er sich auch kombinieren lässt mit einer Weste, und ist einfach geil, oder halt Plattenträger, ne? Und hier auch wieder ganz viele Molle-Systeme, alles zum Verschnüren, Festbinden, Einstellen, so wie ihr das dann richtig habt.
Und das ist echt das Wichtigste bei einem Rucksack. Ne? Also das Allerwichtigste ist ein gutes Tragesystem. Check, das haben wir bei dem gegeben. Und das Zweite ist definitiv Einstellungsmöglichkeiten. Das ist das Zweite, haben wir. Check. Und das Dritte ist, dass ihr euch wirklich informiert, wie stelle ich mir den Rucksack jetzt genau passend auf meine Größe ein. Dazu gibt es aber auch bei Tasmanian Tiger einfach Tabellen, wo ihr euch das anschauen könnt. Es gibt auch Tutorials ohne Ende. Wenn ihr Bock habt, dann schreibt einfach in die Kommentare, dann mache ich mal ein Tutorial dazu, wie ihr diesen Rucksack hier zum Beispiel perfekt auf eure Größe einstellt. Ne, dann machen wir mal S, M, L, XL und XXL. Können wir gerne machen, ist kein Problem. Ja, auch hier unten, das könnt ihr auch noch benutzen, um eventuell was Kleines dran zu hängen. Ich habe einen Amerikaner gesehen, der hat hier immer seinen Victorinox in so einer kleinen Stoffscheide. Das hat er hier angebracht, weil er hier halt, wie gesagt, noch Freiraum hat. Den wollte er nutzen und die Luft zirkuliert ja trotzdem dadurch. Ne? Also wirklich, wir haben hier ohne Ende Anpassungsmöglichkeiten. Auch hier in dem Brustgurt ist auch immer wichtig. Ich sehe viele Leute, die mit einem Hüftgurt rumlaufen, der ist dann offen. Oder mit einem Brustgurt hier vorne, der ist dann auch offen. Wenn ihr es habt, dann nutzt es auch. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Dann habt ihr ja kein rückenentlastendes Tragesystem, ne? Also, oder Tragegefühl. Aber an sich, jetzt erstmal, also wirklich, ihr habt ohne Ende Einstellungsmöglichkeiten bei dem Rucksack hier, einen starken Griff oben, um den wirklich gut zu tragen, und der reißt auch nicht ab. Was wir auch noch haben, was aber wahrscheinlich das seltenst genutzte Feature von diesem Rucksack ist, sind die Tragegurte rechts und links neben den Taschen. Die sind hauptsächlich zum Abschleppen in einer Notsituation. Ich glaube jetzt nicht, dass in einem Camp oder so, wenn man mal einen Overnighter macht, dass irgendeiner abgeschleppt werden muss über diese Gurte. Aber wer weiß. Expedition Outdoor wird auch noch kommen. Wir sind in der Planung. Ich bin eingeladen worden. Ich freue mich natürlich sehr. Schöne Grüße gehen da jetzt gerade raus an Boris und an alle, die sich um das Projekt kümmern. Ich habe mega Bock drauf und da werde ich den hier auch auf jeden Fall mitnehmen. Ja. So, kommen wir zum zweiten. Und zwar einmal zu der Farbe von dem. Den gibt es in sämtlichen verschiedenen Farben. Den gibt es in Schwarz, den gibt es in Coyote, den gibt es in Oliv und in Steingrau Oliv IRR. Der Olive und der Steingraue tun sich nicht viel, außer vom Preis und von der Farbe und von der Funktion. Der Schwarze, klar, ich meine, ich habe im Grunde immer jetzt schwarze Hosen an oder so. Ne? Ich habe nicht mehr so viel die Camouflage-Sachen an. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der hier ist halt wirklich in einem Infrarotbild, also im Infrarotbereich, fällt der weniger auf. Und das ist halt dafür gedacht, dass wenn ich draußen in der Natur bin, dass ich mich auch Tieren etwas näher annähern kann, weil jetzt meine gesamte Ausrüstung darauf hinauslaufen wird, dass ich mehr in diesen IRR-Bereich gehe, um einfach weniger aufzufallen und natürlich auch die Tiere im Wald etwas zu schonen, weil wenn man keine IRR-Tarnung auf dem Rucksack hat, dann ist das schon ziemlich grell für die, weil die auch einen gewissen Infrarotbereich wahrnehmen und die sich dadurch gestört fühlen. Und somit falle ich weniger auf, ich komme näher an Tiere ran, kann für euch besseren Content kreieren. Dann würde ich sagen, machen wir den Rucksack einmal hier auf. Wir haben direkt oben, das kann man sehen, so ein kleines Deckelfach. Das Deckelfach hat sich bis jetzt schon echt als wahrer Segen, ja, herausgestellt. Ich habe hier alles Mögliche drin. Ja? Also ich habe hier mein Technikzeug drin, also Powerbanks, etc. Ein Feuerzeug für Notfall. Mein Wasserfilter, den Zoll Mini. Meine Taschenlampe, also Kopflampe. Und einmal was zu essen, dass ich da schnell drauf zugreifen kann. Was ich auch noch reintun kann, was mir jetzt gerade einfällt, sind Autoschlüssel. So, dann kommen wir direkt zum nächsten. Wir haben hier, kann man sehr gut sehen, direkt den Bereich für Arznei. Hier extra noch ein Deckelfach, hier habe ich Masken drin. Ich habe hier Vitamin B12 und Elektrolyte drin. Hustenbonbons, mein Feuerstahl und einmal ein kleines Erste-Hilfe-Set. Ja,
das war eigentlich auch schon alles von dem Fach. Also ihr habt wirklich so viel Stauraum, so viele Möglichkeiten. Das ist der absolute Wahnsinn. Also ich bin echt total fasziniert und begeistert, weil das echt ein tolles Produkt ist. Klar, der kostet ja auch mehr. Das haben wir eben, glaube ich, gar nicht angesprochen bei den verschiedenen Rucksackarten von den Farben. Der IRR kostet im Schnitt 50 Euro mehr als die normalen Farben. Die normalen gibt es für 249, 259 sowas und der hier liegt bei 300, der Rucksack. So, dann kommen wir erstmal zum großen Hauptfach. Ich habe jetzt hier nicht viel drin, nur meine so ein Edelstahltopf, eine kleine Pfanne, beziehungsweise kann auch als Deckel genutzt werden. Was zu essen für später. Eine Wasserflasche. Das, was ich zum Drehen brauche, um meine Knie noch etwas mehr zu entlasten. Ich habe zwar schon Kneepads drin, aber passt schon. Dann habe ich heute mal nicht die Bushbox dabei, weil es die letzten Tage nur geregnet hat, sondern meinen kleinen Gaskocher. Und unten drin ist noch ein Schlafsack. Ja, ihr habt wirklich Stauraummöglichkeiten bis zum geht nicht mehr. Der platzt wirklich von, lag nicht voll. Und das ist auch oft ein Problem, ne? Also da muss man auch gucken, dass man sich dann nicht zu voll lädt und dann nachher den Rucksack nicht mehr tragen kann, wenn es jetzt auf eine Wanderung geht oder so, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin super, super zufrieden mit dem Rucksack. Ich kann den echt nur jedem empfehlen. Ich meine auch, klar, das Ding ist dann eine Investition, aber glaubt mir, das ist ein Rucksack, den habt ihr fürs Leben. Wenn man halbwegs ordentlich mit dem umgeht, nicht so wie ich in meiner ersten Zeit, wo ich dann direkt den Massivtest, den Extremtest gemacht habe, und mit dem durch Stock und Stein und Wälder und alles, da ist es schon ein bisschen hier oben an der Kante in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ansonsten ist das ein richtig, richtig geiles Teil und ich kann mich da nicht beschweren. Also, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Informationen, News oder sonstiges zu dem Tasmanian Tiger Raid Pack MK3 Steingrau Oliv IRR, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und denkt immer daran, geht raus in die Natur, erlebt sie und seid live dabei. Bis zum nächsten Mal, euer Lauritz Seidel.